Ihr Lehrer war noch der Vorsitzende Andropow. Ja. Heute blicken Sie auf ein Imperium, das nicht mehr existiert. Man kann nicht auf ein Imperium blicken, das nicht mehr existiert. Sie blicken auf ein Russland, dem ich habe eine Vergangenheit im Kopf. Ich habe eine Vergangenheit im Kopf, die mit der heutigen Wirklichkeit nur noch am Rande etwas zu tun hat. Und Sie sagen, solange Sie aber existieren und die engere Kreis der Genossen, so nennen Sie sich nicht mehr, aber Sie sind Genossen, ja, Sie genießen den Anfang des 21. Jahrhunderts, solange Sie da sind, ist auch dieses Teil des Imperiums noch intakt. Ja, wir... Und wiederkehren? Wir betreiben unser Geschäft so, dass wir von der Vorstellung ausgehen, dass der Zustand, der jetzt herrscht, vorübergehend ist und dass die einstige Größe und Macht zurückkehren wird. So oder so? Wir werden dafür unseren Teil jedenfalls jetzt schon beibringen. Sie waren ja auch schon bei in Tschernobyl. Das heißt also, in einem jetzt unabhängigen Staat, Ukraine, Weißrussland, explodiert dieser Reaktor 4. Ja. Sie sind da am nächsten Morgen 9 Uhr. Was heißt da? Ich bin in Sichtweite, nicht in Reichweite der Strahlung. Ja, aber in Sichtweite, Sie sehen alles, die Strahlung sieht Sie nicht. So ist es. Jetzt, Sie sind mit dem Generalstaatsanwalt, also im ersten Flugzeug von Moskau rübergeflogen nach der Havarie. Und Sie bemerken sofort etwas sehr Seltsames, nämlich, dass schon bald im Laufe des Tages aus England und den USA Agenten, Geheimagenten eintrudeln. Ja, die wollen natürlich diese Gelegenheit nutzen, um unsere Pläne im Falle eines... Im Alarmfall. Für den Atomfall eigentlich. Ja, für Schlag 1, für Schlag Stufe 1, sozusagen, wie funktioniert unser System in einem solchen Falle? Im Atomkrieg sozusagen, ja. Wenn sowas je ausbricht. Sie haben damals, glaube ich, Moskau befestigt, die Fernerkundung, also die Früherkennung von Raketen betrieben. Ja? Ja, nicht nur Moskau, auch Petersburg. Und jetzt... Tschernobyl, so schrecklich es ist, ja, ist ja doch an sich ein Klacks gegen den Fall des Atomkriegs. Ja, erstmal war es ja nur wirklich kein Unfall im klassischen Sinne, sondern es war ein schiefgelaufenes, menschlich schiefgelaufenes Experiment, wo einfach die Leute etwas betrieben haben, das sie nicht durchdacht haben bis zur möglichen Ereignis eben des Super-GAUs, der dann eingetreten ist. Wie stellen Sie als Fachmann sowas fest? Da müssen Sie gar nicht hinfahren, da gucken Sie die Akten an. Und sehen Sie nach 20 Minuten, hier ist ein wirklich irrsinniges Experiment entwickelt worden. Ziemlich irrwitzig, ja. Irrwitzig, ja? Ja. Und die Controller, die das hätten aufklären müssen, dass dieses Experiment auf gar keinen Fall hätte stattfinden müssen. Aufklären müssen, haben nicht aufgepasst. Sie hätten es längst stoppen müssen. Hm. Und zwar nicht in Panik, sondern ganz zu einem Zeitpunkt, wo es ohne jeden Vorfall über die Bühne gegangen wäre. Um 23 Uhr hätte man es noch stoppen können, ja, ja, gegen Mitternacht schon nicht mehr. Ja, ja, vor allem dann hätte es, ist es dann einfach ein Panikpunkt, das ist nicht das menschliche Versagen, dass die Leute eben dann nicht mehr nach Vorschrift reagiert haben, sondern experimentiert haben für den Notfall. Und das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt. Für den Notfall kann man nur Pläne einhalten, aber nicht experimentieren. Ja. Und jetzt die Anwesenden dort, die ganzen Physiker, die ganzen Feuerwehrchefs, die ganzen Fachleute, die Politiker, wissen eigentlich noch nicht, dass der Reaktorkern selber explodiert ist. Es liegt lauter Graffiti am Meer, ja? Das kann gut. Nur aus dem Reaktorkern kommen. Ja, gut, ich meine, das haben wir sehr schnell festgestellt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die politische Führung, soweit sie uns am Herzen liegt, nicht nahe genug herankommt, um sich zu kontaminieren. Aber es saß doch sozusagen der stellvertretende Ministerpräsident im Hubschrauber, ja? War Blei unter seinen Hohn. Haben Sie ihn gesehen im Hubschrauber? Oder kennen Sie die Meldung, dass er im Hubschrauber geflogen ist? Das war eine Meldung. Ja. Jetzt mal weiter. Er wird den Teufel tun. Jetzt mal weiter. Sie waren aber mit der Veranlasser, ja, mit dem Ratschlag, dass man die Hubschrauber nach unten zu mit Blei polstert. Richtig, aber vor allem haben wir in den Hubschraubern keine wichtigen politischen Leute einfliegen lassen.
Die stiegen ein und wieder aus. Und jetzt sehen Sie, wie der Klassenfeind seine Agenten ausströmt. Ja. Die reisen wo an? Also ja, meistens Tiflis, sind die über Tiflis, Georgien reingekommen und über Landgrenzen, von denen sie glauben, dass wir sie lassen nicht, sie zunächst machen. Ja, vor allem sie glauben, dass das nicht kontrolliert wird dort. Ja. Da haben sie sich eben sehr getäuscht. Ja. Und sie lassen sie aber erstmal um die Richtung. Man kann ja sehr viel daraus entnehmen. Was interessiert die überhaupt? Genau. Wir haben die gelassen, denn wir wussten ja, wer sie sind. Und wir wussten ja, dass sie nicht wieder zurückkehren werden. Und Sie lesen aus dem, was die interessiert, etwas darüber, wie die USA sich einen Atomschlag vorstellen. Richtig. Wir haben das natürlich noch viel besser jetzt in jüngster Zeit kontrollieren können, bei dem 11. September in New York, nicht, wo wir natürlich sofort zur Stelle waren und erleben durften, wie die sich verhalten. Also Sie wollten nicht wissen, wie Wolkenkratzer zerstört werden. Nein. Sie wollten nicht die Täter wissen. Sie wollten wissen, wie Alarmpläne funktionieren. Genau, genau. Und wie funktionieren die? Gar nicht. Lächerlich. Ja. Lächerlich. Ja. Das hätten wir besser Aber Sie können gemacht. Die anschließend niederschreiben. Sie könnten die Regeln, das Regelwerk. Das Regelwerk gibt es immer nur für vorstellbare, bereits stattgefundene oder vorstellbare Vorfälle. Twin Towers war tatsächlich etwas, zwar im Science-Fiction-Film mehrfach demonstriertes, aber letztendlich hat es sich keiner als Alarmplan vorgestellt. Deswegen dann ja auch diese völlige Pleite. Denn es ist ja nicht evakuiert worden, sondern man hat ja noch Feuerwehrleute zu Hunderten hineingejagt in das Gebäude. Jetzt mal zurück nach Tschernobyl. Hier sind also jetzt diese Agenten verschiedener Geheimdienste. Ich glaube, kein Französischer war dabei. Nein. Auch kein Bundesrepublikanischer. Nur die. Zu langsam. Ja. Aber die anderen waren da, forschten, sammelten Material. Ja. Und als sie dann ausreisen wollen, werden sie von ihnen gegriffen. Abgegriffen, ja. Dann, wir haben die eigentlich sich vollsaugen lassen, so wie Blattläuse sich vollsaugen. Mit Informationen. Und dann haben wir sie abgestreift. War auch sozusagen, die Rote Armee hatte ja ihre eine Pioniereinheit, die für den chemischen Krieg sich vorbereitete, auch ausgesandt. Es wurde ja auch dort geübt. Natürlich, was soll man sonst tun? Ja. Dafür ist, das ist sozusagen die Sternstunde für Militärs, die einen Atomkrieg nicht echt üben können in Friedenszeiten. Ja? Nicht sollten, nein. Nein, da ist hier so ein Ereignis, ein Sonderereignis wie Tschernobyl eigentlich ein Paradies. Ja? Da kann man was lernen, da kann man Dissertationen. Ein negatives Paradies, ja. Ja, negatives Paradies. Ja. Und jetzt, Sie greifen die Agenten und sind die heute noch in Gewahrsam oder sind die ausgetauscht? Also erstmal ist der größte Teil von denen tot, weil sie viel zu nah rangegangen sind. Naiv selber. Ja. Die sind also längst verstorben. Die wenigen, die überlebt haben. Die stiegen übers Dach, nicht? Die stiegen auf dem da, das Graphit lag. Die sind in die Strahlung reingetrampelt, als hätten sie nicht die geringste Grundausbildung, wie man mit solchen Sachen umgeht. Die übrig geblieben sind, die also etwas vorsichtiger waren, also die Klügeren, sind heute noch in Haft, zu ganz humanen Bedingungen. Sie haben ihre Familie nachkommen lassen dürfen, aber sie selbst können nicht ausreisen und vor allem keine Nachrichtenübermittlung. Warum hüten Sie noch immer Ihre Geheimnisse, Ihre Alarmpläne des Imperiums, das doch inzwischen untergegangen ist? Ich sagte schon mal, wir gehen davon aus, dass dieses Imperium zeitweilig sich in einem Zustand befindet, wo man nicht von Imperium reden kann, Aber es ist ja alle Gegebenheiten, dass es wieder zu dem kommt, was es mal war, sind ja gegeben. Es ist ja enttäuschend für Sie gewesen, dass Sie jetzt hier in der Antiterror-Koalition so stark in Mittelasien geholfen haben. Und anschließend ist jetzt wieder die alte Intriganz zwischen den beiden Mächten. Also Russland wird kritisch behandelt von Amerika, Amerika wird kritisch behandelt von Russland. Ja, aber wir haben doch auf diese Weise plötzlich wieder einen Zugang nach Afghanistan gewonnen, den wir nur verlustreich vor kurzem haben aufgeben müssen, weil es eben nicht nach geheimdienstlichen Plänen verlaufen ist, sondern nach militärischen. Und so kann man Afghanistan nicht beikommen.
Also im Grunde, also der Rang ihrer Dienste, ja, hat sich in Afghanistan gezeigt, ja. Hat sich bewährt. So wie mal kein Militär da ist und nur KGB, funktioniert ja alles. Genau. Und ich meine, wir haben heute eine bessere Position in Afghanistan als je. Ja, und die nicht mal die Sorge, ja, für die Administration, für die Verhinderung von Massakern und so weiter, sondern können einfach unter dem internationalen Schirm, ja, können wir unsere Position stärken. Die Amerikaner sind in einem hohen Maße von uns abhängig, denn die meisten Zugänge gehen über von uns kontrollierte Territorien. Ja, die ganzen Versorgungsflughäfen liegen auf unserem Territorium. Nun sagen Sie, dass Sie ein Mann von Humor sind. Also geradezu in Ihrer Behörde sei der Humor ein Abzeichen für Karriere. Also wer keinen Humor hat, ja, kann auch nichts werden. Ist richtig? Ich würde umgekehrt sagen, wer keinen Humor zeigen kann, zeigt auch damit, dass er keinen hohen Rang hat. Was heißt Humor? Das Wort gibt es ja eigentlich im Russischen, dieses ja übersetzt hier. Ja, ja. Das zeigt einfach, dass man die gewissen Sachen mit einer gewissen Distanz sehen kann. Also wer trotzdem lacht. Es geht nicht ums Lachen. Wer während des Scheiterns lacht. Man muss gar nicht lachen. Schmunzeln genügt. Ja, sieht ja keiner, also in einer Mimik an, wenn Sie, sagen wir mal, hier im Verhör, ja, wenn Sie schmunzeln, würde ich das sehen als Verhafteter? Wer verhört mich hier wen? Sie haben jetzt ein paar Bemerkungen gemacht in der Sitzung vorhin, ja, die wir zuhören durften. Geheimnisse wurden da nicht ausgetauscht, aber es wurde sozusagen einmal ein Blick über die Welt geworfen. Ja. Ja? Und am meisten hat Sie gewissermaßen Ihr Interesse gelenkt. Ich sah, dass, wie sich die Lippen kräuselten. Ja. Die Tatsache, dass es den chinesischen Kollegen nicht gelungen war, obwohl sie eine Inspektionsabteilung nach Seattle sandten, die Wanzen aus der Präsidentenmaschine, des chinesischen Präsidenten, die angeliefert werden sollte, Zivilmaschine, zu absorbieren. Also 19 Wanzen wurden nachträglich gefunden. Ja, ja, das ist auch wieder sehr schön, dass Sie nur 19 gefunden haben. Es waren aber 37, das heißt, es sind noch 18 drin. Kommen die von Ihnen her? Die kommen von den Amerikanern? Die kommen von den Amerikanern, aber wir können sie abhören. Und die Nachricht geht direkt von der Wanze zu einem Satelliten? Und da haben Sie sie an, zapfen Sie die Nachrichten an, beim Transfer? Nehmen Sie das mal an. Von Amerikanern, aber es ist doch ungeheuer unfreundlich, Flugzeuge zu verkaufen, die verwandt sind. Die Chinesen haben sich auf eine perfide Art gerecht. Ja, Sie kennen die Geschichte mit der Brezel. Was war das? Brezel des amerikanischen Präsidenten? Ja. Er erstickte beinahe. Die amerikanischen Brezeln sind, glaube ich, trockener. Ja, ja, wie auch immer. Das Wort Brezel alleine, das benutzt wurde in der Nachricht, ist ja schon irgendwas Lächerliches. Er kaute nicht genügend. Ja, als Kind schon neigt er dazu, sich zu verschlucken, Oberfläche zu kauen. Und jetzt gibt es doch diesen Fall, dass das aufs Herz drückt. Ja, lassen Sie das mal beiseite. Denn ob es so gewesen ist, spielt ja gar keine Rolle. Vom Sofa. Es geht um den Nachrichtenwert. Er reibt sich ziemlich exzessiv die Wange auf. Es geht um den Nachrichtenwert. Der Präsident der Vereinigten Staaten verschluckt sich an eine Brezel und fällt ohnmächtig um. Ja, das ist der Nachrichtenwert. Auf mehrere Sekunden sind die USA ohne Oberbefehlshaber. Richtig, eigentlich müsste der Vizepräsident ist zu diesem Zeitpunkt im Amt. Er im Amt hat es bloß nicht gewusst. Das ist etwas, was die Chinesen sozusagen als Wiedergutmachung verlangt haben, um diesen Wanzenskandal mit der Präsidentenmaschine ausgeglichen, wo sie mit Recht empfanden, dass sie ihr Gesicht verloren hatte. Ach, Gesichtsverlust gegen Gesichtsverlust? Und natürlich. Und diese Brezel hat nie einen Ohnmachtsanfall verursacht? Der Präsident ist nie vom Sofa gefallen? Ist ganz unwichtig, ob sie tatsächlich existiert hat, die Brezel. Ob er sie gegessen hat und ob er vom Sofa gefallen hat. Die Nachricht, der Präsident fällt vom Sofa, weil er einen Brezelkrümel verloren, ist natürlich im hohen Maß ein Lächerlichkeitswert. Ach, und das musste zur Wiedergutmachung, sagen Sie? Ja, sicher. Das haben die Chinesen so verlangt. Sie wollten fast so weit gehen, dass der Botschafter sogar
ganz offiziell die Brezel überreicht in einem feierlichen Amt. Dann hat man gesagt, das ist doch ein bisschen altmodisch, wir machen das schon. Ja? Und es ist dann auch von den Präsidentenberatern Herrn Bush empfohlen worden, das über sich ergehen zu lassen. Denn die Handelsbeziehungen mit China sind ja nun doch zu wichtig. Sind erstrangig. Ja. Sind erstrangig, ja. Tatsächlich ist diese Verletzung an der Wange ja auch nur eine Schürfverletzung. So schlimm war es ja gar nicht. Also als ob aber ein Kopf über einen Teppich gezogen wird, der rau ist. Ja, viel interessanter ist ja, wenn ein Bewusstseinslosigkeit da war, wie lange hat sie angehalten und war es wie eine Apnoe auch gleichzeitig ein Aussetzen der Sauerstoffversorgung? Bei mehr als einer Minute wäre das Hirn hin. Na, ist es nicht hin. Sie können eine Minute lang die Luft anhalten, das Gehirn ist nicht hin. Aber ein bisschen länger wird es dann kritisch. Bei 1,5 Minuten, 2 Minuten wird es kritisch, ja. Und das kann ja derjenige, der gestürzt ist und der bewusstlos ist, gar nicht beurteilen, wie das ist. Das kann er gar nicht, nein. Nein. Das ist so, dass ein verborgener Schaden existieren könnte. Ja, das würde ja vielleicht auch das Verhalten von Bush Junior in der Nachfolge. Es ist schwer zu testen, ja, ob ein Hirnschaden vorliegt oder ob er sein Hirn nicht benutzt oder ob er Ratschlägen folgt, die ihm eingeflüstert sind. Es ist also sehr schwierig für einen Präsidenten der USA zu beweisen, ja, dass sein Hirn vollkommen intakt sei. Bei Kindern ist es einfach. Deswegen wurde das Ganze ja auch runtergespielt auf ein sehr kurzfristige Bewusstlosigkeit und keine volle Bewusstlosigkeit, sondern man braucht ein Enzephalogramm, um das festzustellen, richtig? Bräuchte man. Ja. Aber hier wurde das ja gar nicht angewendet. Es gibt auch keine Verlautbarung. Es gibt keine Verlautbarung über ein Enzephalogramm, richtig? Er fuhr aber ziemlich bald, ja, nachdem er sich wieder erhoben hatte, ja, ja, mit dem Fahrstuhl zu der Krankenschwester in die Krankenstation. Ja, aber der Punkt ist doch der, wer hat sozusagen die Brezel ins Spiel gebracht? Die Brezel war ja ganz unnötig, denn ich muss ja nicht eine Brezel herbeiziehen, die ja was Lächerliches hat. Na, aber wie sollte man sonst stürzen? Und es sieht ja so aus, als ob er als eine Frau von ihrem Mann misshandelt. Die sieht so aus mit der Wange. Ja, ja, gut. Es sah ja irgendwie eine Schlägerei aus. Ja, ja, das sollte es ja auch nicht. Denn das würde ja den Sicherheitsstandard im Weißen Haus in Frage stellen. Ja. Wobei das auch möglich ist, denn ich meine, dass die Sicherheitskräfte im Weißen Haus allesamt so durchgeschickt sind, dass keiner dabei ist, der im Zweifelsfalle einen Attentatsversuch unternehmen könnte. Ja, aber einen Präsident fallen lassen, das kann schon mal passieren. Eben. Sie haben ja auch bei dem, am 11.09. Wurde ja der Vizepräsident sehr unsanft aus dem Zimmer gehievt, ja, er wurde hochgehoben und der hatte und nur wirklich in den Tiefbunker gebracht. Der hatte nur wirklich eine Herzschwierigkeit, nicht? Ja. Also und war ein Mann, von dem man bereits wusste. Aber er wurde nicht deswegen gerettet, sondern falls ein Angriff aufs Weiße Haus erfolgt. Richtig. Denn das plus Herzschwierigkeit, ja, könnte den zweiten Mann der USA zum Ausfall bringen. Immer ein Kardiologe dabei. Ja. Aber es geht ja nicht um ein komischer Satz. Man sagt von dem Vizepräsidenten der USA, er ist nur einen Herzschlag von der Macht entfernt. Nämlich, wenn das Herz stehen bleibt des Präsidenten. Er selber aber mit mehreren Bypässen, ja, ist ja auch nicht das große, die große Sicherheitsgarantie. Nein, nein, es ist eine Wahl, die man damals nicht bedacht hat. Das studieren Sie mit aufmerksamen Augen. Politisch gesehen war Cheney damals eine gute Wahl. Vom medizinischen Gesichtspunkt ist es natürlich ein ziemliches Risiko. Aber Sie lassen hier immer die Chinesen aus dem Spiel. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach das Interessante, dass die Chinesen ein Interesse daran hatten, dass George Bush sich erstmal bloßstellt. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das ist sozusagen der Punkt, ja. Haben Sie das eigentlich, verteilen Sie das in Ihrem Haus dann, also in Ihren Diensten? Ja? Nein, das ist nicht notwendig. Ja. Das ist so durchsichtig, ja. 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 Und die Chinesen haben uns natürlich dieses Material schon zukommen lassen. Aber Sie sind als Dienst von einem Aktivisten, einem Gestalter der Weltverhältnisse, zu einem Betrachter geworden. Das ist das. Sagen wir so, der momentane Zustand der ehemaligen Sowjetunion erlaubt mir viel mehr diese Betrachtung, als ich früher sozusagen dieses Gesamtimperium kontrollieren musste. Heute hat sich das reduziert auf Russland, ja, und
bis aus Russland wieder Großrussland wird, wird sicher eine Zeit dauern. Sie sind relativ sicher, weil keiner dieses russische Gebiet haben will. Und insofern ist da nicht viel zu verteidigen. Also es war die Naschhaftigkeit der Welt, die an den Rändern der Sowjetunion sichtbar war. Es geht auch hier gar nicht um die Verteidigung, sondern die innere Struktur. Heute ist ja die Frage nicht die militärische Macht, sondern auch die wirtschaftliche Macht. Und da haben wir Russland doch aber auch nicht. Nein, aber die müssen wir wieder bekommen. Aber wie kriegen Sie die? In Aserbaidschan ist zum Beispiel das ganze Öl. Ja, Sie haben da ganze 300 Leute sitzen in einer einsamen Bergstation, die Früherkennung für Raketenangriffe betreibt. Haben Sie jetzt 7 Millionen $ zahlen müssen für. Das ist das einzige Machtpotenzial, das Sie in Aserbaidschan besitzen, in der Nähe des Öls. Das einzig offizielle. Und wo haben Sie noch etwas? Denn die ganzen Verträge sind auf Türkei, amerikanische Organisationen, Iran ausgestellt. Ja, ich meine, muslimisch unterwandert. Wollen Sie von mir, erwarten Sie von mir jetzt, dass ich Ihnen einen Verteilungsplan übergebe? Nein, nein, nein. Gut. Aber wirtschaftlich, muss ich Ihnen sagen, mag Ihre Politik gerichtet wir, sein? Wir sind ja nun nicht die Politik, leider die, machen wir die wirtschaftliche Politik des Landes nicht. Ja, und haben auch wenig Einfluss darauf. Wir können nur immer mit den Gegebenheiten arbeiten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Die sind natürlich momentan sehr reduziert. Hart aus, solange die Lacht auch währt. Die Freiheit sprengt die Ketten nieder. Am Tor empfangen euch die Brüder und geben zurück das Schwert. Hart aus. Wie? Das ist das Lied, ja? Das Erkennungsmelodie, ja? Nicht? Innerhalb des KGB. Ja, ja? Das ist die Hymne. Wenn Sie Nacht haben, ja, ist es ja in den USA früher Abend. Ja. Am nächsten Morgen, bis dahin hatten Sie ja genauso wenig Informationen wie irgendjemand sonst in der Welt, ja? Am nächsten Morgen stürzen diese Twin Towers ein. Ja. Und Sie haben 20 Minuten später schon Ihre Sleeper, Ihre Agenten, ja? Nö, davon hatten wir natürlich in New York reichlich. Da sind die auch sehr gern. Was sollen die auch in der Provinz? Und das... Sonst inaktiv, ja? Und Sleeper, denkt man, die schlafen immer. Aber sie schliefen gar nicht, sondern sie waren sofort wach, aktiviert und haben gespäht. Und was ganz wichtig war, man konnte ja voraussehen, dass sofort eine große Rasterfahndung einsetzt. Wir haben alle wichtigen Informanten sofort außer Landes gebracht und nur die sozusagen bestehen lassen, die sich innerhalb der Erkundigung dessen, was passiert war, nicht hervorgetan hatten oder nicht in Erscheinung getreten waren. Denn sonst, wenn da so einer sozusagen von Ihren Leuten die mexikanische Grenze, die kanadische Grenze überschritt, hier wäre er bemerkt worden, wenn Sie nicht schneller gewesen wären.